Ja, auch mal hoch da hier, Madame. Stehen die Bräute schlank. Alles ist mir lieber als Saurus Minute. Glocken sind geläutet. Oh, gleich erstmal falsch hier. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr habt euch ein neues Rückenworkout gewünscht. Und das letzte Video mit Paulina, mit dem guten alten Zementball, kam richtig, richtig gut bei euch an. Da habe ich mir gedacht, das Ganze verbinde ich, indem ich ihr neues, oder hier schon etwas älteres, 6 Minuten Rückenworkout absolviere. Ich werfe mich wie immer kurz in Schale und dann starten wir direkt rein. Lego! Für euch, ihr braucht fürs Workout gar nichts, also nur eine Matte, ein Handtuch und vielleicht was zu trinken. Aber wir machen zu trinken brauchen wir nicht, sehr gut. Ist einfach perfekt für Hydration wird immer wieder. Ich habe verschiedene Rückenübungen für euch vorbereitet. 30 Sekunden lang machen wir die Übung, dann gibt es 15 alles Sekunden. Ist mir lieber als in der erkläre ich euch immer die nächste Übung. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Wir starten direkt, das ist Musik in meinen Ohren. Auf die Matte und wir heben uns ab. Gleich erstmal falsch. Den Arm und den das erinnert mich an Sascha. Wir starten erst mal 30 Sekunden. Das haben wir bei Sophia gelernt. Was machen wir mit der anderen Hand? Achso, die bleibt liegen. Ja. Ich glaube, bei mir wirkt die Schwerkraft anders. Oh. Ich heb ab. Ist das überhaupt richtig? Ja. Ah, sanftes Wupp, ne? Wie man im Fachjargon sagt. Wupp, warming up. Gut, ihr könnt jetzt gleich am Bauch Och, liegen bleiben, denn jetzt kommen die Butterflies. Das heißt, ihr streckt wieder die Arme nach vorne aus und gebt sie dann ausgestreckt. Und wir müssen aufpassen, dass wir dich nicht so sieht das Ganze aus, außer Halde rumhauen hier, Paulina. Beim Butterfly. Oh, die Beine kommen mit hoch. Immer diese rhythmische Sportgymnastik. Der Butterfly. Erkennt man ihn? Einer noch. Komm noch einer. Gut, wir setzen uns auf. Wir setzen uns auf. Legen uns auf den Rücken, die Beine winkeln wir an. Wir geben jetzt die Ellbogen nahe an den Körper. Schulterblätter hinten zusammen. Bin ich voll drauf hier, Technik? Mit den Ellbogen wunderbar, zustimmendes Nicken. Oh, die Back Widows, man kennt's. Zack. Schönes Ding. Schönes Ding. Drückt euch hier richtig schön aus den Ellenbogen heraus. Es ist kein Crunch hier, Freunde. Bauch wird natürlich ein bisschen mit angespannt, automatisch. Aber die Kraft, die holen wir aus dem Rücken. Wir knacken Nüsse da hinten. Oh. Gut, die nächste Übung ist schon wieder auf dem Bauch. Und zwar fliegender Wechsel. Und die Beine ausgestreckt in die Luft und halten sie 30 Sekunden lang. Sieht so aus. Oh. Ja, auch mal hoch da hier, Madame. Guck mal, wo ich hier schwebe. Die Kerze hoch. Wie sich. Ja! Oh, die Schwerkraft wirkt anders. Po schön festmachen hier, Leute, wenn ihr so eine Überstreckung hier in der Wirbelsäule eingeht. Ah, herrlich. Die nächste Übung ist am Vierfüßlerstand. Wir gehen jetzt das rechte Knie zum linken Ellbogen, beziehungsweise umgekehrt. Alles nur auf einer Seite, dann kommt oh, geht schon los hier, geht schon los. Wirklich aus dem Rücken. Ah, die guten Limb Extensions. Herrliche Übung, herrliche Übung. Ah, schön mal lang machen. Ah, den eingerosteten Körper. Schön mal TÜV abholen da. Ja. Ah, den kriegen wir noch pro Seite. Ja. Sehr gut. Und jetzt kommt die andere Seite dran. Denn hier brennt der Rücken schon gut. Ich hoffe, Ja. Ja. Ne? Keiner gemerkt. Geht schon. Machen wir nochmal. Let's go. Wir machen wieder alternierend, Freunde. Alternierend.
Das ist das schlaue Wort für abwechselnd. Das ist eine Partyvokabel. Wenn ihr an der Bar sitzt, sobald sie wieder offen ist, einfach mal einen Raum werfen. Alternierend. Stehen die Bräute Schlange. Sehr gut. Ja, sagt er. Wir kommen wieder in die Bauchlage. Die Bauchlage. Und machen jetzt den Superman. Das heißt, wir geben die Arme angewinkelt nach vorne und zurück und bleiben mit dem Oberkörper Bein in der Luft. Und Bein ist auch wieder oben. Der Bobbel ist angespannt. Ich komme mir bekannt vor hier. Die haben wir, glaube ich, bei Sascha mit Handtuch gemacht. Ah. Ist auch ein bisschen schöner, wenn man hier vorne noch auseinanderzieht und dann rangeht, kommt man auch ein bisschen besser in den Latissimus rein, Freunde. Ah. Das hier ist auch herrlich. Ah. Sehr gut. Fast geschafft, letzte Übung. Auf geht's. Und zwar, wir gehen in Plank-Position und halten sie jetzt 30 Sekunden. 30 Sekunden Plank. Und dann haben wir es schon geschafft. Nochmal durchbeißen. Durch. Durchbeißen. Klingt aber auch niedlich. Genau, hier schön unteren Rücken wie immer ein bisschen nach oben drücken. Könnt ihr schön den Rumpf ein bisschen beugen und anspannen. Wichtig ist auch mal mit dem Kopf so ein bisschen mitwippen mit der Mucke. Sondern hier vorne ein Buch aufschlagen. Alles ist möglich. Nichts muss. Das war's. Ja, vielen Dank, Paulina. Sehr gut. Ich hoffe, das Video ja, hat euch gefallen. Daumen nach oben ist da. Abo ist drin. Glocken sind geläutet. Bitte? Glocke ist aktiviert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr habt mitgemacht und euch entspannt zurückgelehnt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Jens.